Hallo zusammen und willkommen. Die meisten Menschen greifen bei Kopfschmerzen schnell zu Schmerzmitteln. Doch die Mittel sind alles andere als gut für den Körper. Aus diesem Grund suchen immer mehr Menschen nach einem natürlichen Schmerzmittel, das Kopfschmerzen schnell vertreiben kann. Vielleicht geht es dir ja ebenfalls so. Es gibt nicht nur Medikamente der Pharmaindustrie, die gegen Kopfschmerzen wirksam sein können. Auch viele natürliche Mittel stehen heute zur Verfügung. Doch auf welche Mittel sollte man setzen, wenn man seine Schmerzen auf natürliche Weise bekämpfen möchte? Kopfschmerzen kennen wir alle. Zu den häufigsten Kopfschmerzen zählt beispielsweise der Spannungskopfschmerz. Dieser Schmerz ist besonders unangenehm und kann sich bis in den Hals ziehen. Verursacht wird er meist von Muskelverspannung. Andauernd können diese Schmerzen wenige Minuten bis hin zu Stunden. Meist greift man schnell zu einer Tablette, damit man die Schmerzen nicht ertragen muss. Ist der Schmerz besonders intensiv und treten auch noch andere Symptome wie Sehstörungen, Sprachstörungen, Übelkeit und so weiter auf, handelt es sich meistens um Migräne. Diese Attacken können ebenfalls einige Stunden andauern und gehören in ärztliche Obhut. Menschen, die unter einer echten Migräne leiden, können oft nicht einmal mehr aufstehen. Die Migräne kann mit oder ohne Aura auftreten. Dabei beginnt die Aura vor den eigentlichen Schmerzen und verschwindet meist nach einigen Minuten wieder. Diese Aura kann unterschiedliche neurologische Ausfälle wie Seh- und Sprachstörungen verursachen, die nach einigen Minuten wieder verschwinden. In jedem Fall ist Migräne eine Erkrankung, die man ernst nehmen sollte. Vor allem bei gewöhnlichen Kopfschmerzen können Hausmittel jedoch sehr gut helfen. Schmerzmittel sind für die meisten Menschen die ideale Lösung bei Kopfschmerzen. Zugegeben, sie helfen schnell, doch sind sie auch gesund? Viele Studien zeigen, dass übermäßiger Konsum an Schmerzmitteln für die Gesundheit schädlich ist. Kopfschmerzen können sich durch die Medikamente sogar häufen. Auch andere gesundheitliche Probleme können durch die Schmerzmittel auf lange Sicht natürlich entstehen. So können einige Schmerzmittel beispielsweise Magenbeschwerden oder Geschwüre oder sogar eine Niereninsuffizienz bewirken. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Experten davon abraten, zu viele Schmerzmittel zu sich zu nehmen. Schmerzmittel sollte man so gut es geht vermeiden oder lieber auch natürliche Alternativen suchen. Doch welche gibt es zu finden? Eines dieser Alternativen ist ein magisches Getränk. Ein wunderbares Getränk, das gegen Kopfschmerzen wirkt, stammt aus der Natur und ist eine sehr gute Alternative zu herkömmlichen Medikamenten. Gleich zwei natürliche Heilmittel werden dabei kombiniert. Diese können nicht nur gewöhnliche Kopfschmerzen lindern, sondern sogar bei Migräne helfen. Für die Zubereitung dieses Getränkes benötigt man eine Zitrone und Himalaya-Salz. Diese beiden Naturheilmittel haben einzigartige Eigenschaften, die Verspannung reduzieren können und die Durchblutung verbessern. Kopfschmerzen können somit auf natürlichem Wege deutlich verringert werden. Das Himalaya-Salz und seine Vorteile. Für das Getränk ist Himalaya-Salz wohl die wichtigste Zutat. Das Salz ist auch hierzulande außerordentlich beliebt, besitzt es doch rund 84 außergewöhnliche und vor allem gesunde Wirkstoffe. So kann das Salz die Produktion von Serotonin fördern, was Schmerzen nachhaltig verringern kann. Zudem wird die Durchblutung verbessert und Muskelkrämpfen wird vorgebeugt. Überschüssige Säure in deinen Zellen kann ebenfalls reguliert werden. Vor allem in deinen Gehirnzellen. Himalaya-Salz ist also etwas ganz Besonderes, das man sehr gut gegen Schmerzen einsetzen kann. Was bringt die Zitrone? Auch die Zitrone bringt einiges mit sich. Sie ist nicht nur in der Küche beliebt, sondern kann sogar für eine reine Haut sorgen. Darüber hinaus ist sie für deine Gesundheit von großer Bedeutung und sollte sich in jedem Haushalt befinden. Zitronen sind ja bekanntlich reich an Vitamin C und beinhalten zudem auch noch andere Antioxidantien. Diese bekämpfen freie Radikale und beugen zudem zahlreichen Krankheiten vor. Darüber hinaus ist die Zitrone auch außerordentlich hilfreich gegen Kopfschmerzen. Sie kann ebenfalls gegen Verspannungen helfen und somit für Erleichterung sorgen. Kommen wir nun zu der Zubereitung des Getränks. Für das Getränk benötigst du zwei frische Zitronen. Am besten verwendest du hierfür Bio-Zitronen, denn diese beinhalten keine chemischen Giftstoffe. Zuerst werden die Zitronen ausgepresst. Danach werden zwei Teelöffel vom Himalaya-Salz hinzugefügt und alles gut miteinander verrührt. Den Saft solltest du nun sofort auf einmal trinken. Der Geschmack ist zwar nicht unbedingt angenehm, dennoch wird dieses einzigartige Getränk schon nach sehr kurzer Zeit sehr wirksam sein. Du musst also nicht sofort zu einer Schmerztablette greifen, denn auch mit Zitrone und Himalaya-Salz können die Schmerzen bald der Vergangenheit angehören. Auch wenn die Mischung von diesem Salz und Zitrone als wirksamstes Naturmittel gegen Kopfschmerzen angesehen werden kann, gibt es natürlich auch noch weitere Mittel aus der Natur, die für Erleichterung sorgen können.
So können beispielsweise Kirschen gegen Kopfschmerzen wirken. Forscher fanden heraus, dass man rund 20 Kirschen verzehren sollte, damit diese gegen die Schmerzen wirken können. Angeblich sollen sie dann genauso gut wirken wie eine Aspirintablette. Grund hierfür ist der rote Farbstoff, der sich in den Kirschen befindet. Dieser wird Anthocyan genannt. Wenn du also mit Kopfschmerzen kämpfst und Kirschen zu Hause hast, solltest du das durchaus einmal ausprobieren. Auch Weidenrindentee soll gut gegen Kopfschmerzen wirken. Dieser ist nicht nur fiebersenkend, sondern kann sogar bei rheumatischen Beschwerden helfen. Zudem kann er dir bei deinen Kopfschmerzen eine Linderung versprechen. Die Rinde der Weide enthält die begehrte Salicylsäure, die auch in Aspirin steckt. Den Tee kannst du in der Apotheke kaufen. Zu beachten gilt jedoch, dass diese das Blut leicht verdünnt. Für den Tee benötigst du rund 1/4 Liter kochendes Wasser und 1 Teelöffel Weidenrinde. Für die Zubereitung des Tees übergießt du die Weidenrinde einfach mit dem kochenden Wasser und lässt dann den Tee für rund 5 Minuten ziehen. Danach kannst du den Tee abseihen. Wenn du dir eine ganz besonders intensive Wirkung wünschst, musst du den Tee für rund 8 Stunden in kaltem Wasser vor dem Erhitzen ziehen lassen. Wichtig zu sagen ist außerdem, dass manche Menschen auf die Salicylsäure überempfindlich reagieren. In diesem Fall solltest du vor der Anwendung mit einem Arzt sprechen. Auch Oregano kann bei Kopfschmerzen sehr nützlich sein. Dieser ist nicht nur gut auf Pasta und Pizza, sondern auch ein ideales Mittel gegen Schmerzen. Angewendet wird dieses Kraut meist als Tee. Dazu benötigst du ebenfalls nur 1 Teelöffel des Krautes. Verwenden solltest du getrocknete Oreganoblätter. Diese übergießt du einfach mit kochendem Wasser. Verwende hierfür rund 1/4 Liter. Der Tee sollte rund 10 Minuten ziehen, bevor du ihn dann abseihen kannst. Am besten trinkt man 3 Tassen während des Tages, damit die Spannungsschmerzen gelindert werden können. Helfen kann auch Kaffee mit Zitrone. Kopfschmerzen sind oftmals die Folge von Flüssigkeitsmangel. Am besten trinkst du daher rund 2 Liter pures Wasser pro Tag. Laut Studien sollte jedoch auch eine ungesüßte Tasse von Espresso vermischt mit dem Saft einer halben Zitrone helfen. Die Mischung ist zwar nicht unbedingt sehr geschmackvoll, zeigt aber sehr schnell ihre Wirkung. Das Koffein sorgt für die Bildung eines speziellen Enzyms, welches eine wichtige Rolle bei der Schmerzübermittlung spielt. Es ist daher kein Zufall, dass in vielen Tabletten eine Mischung von Vitamin C und Koffein zum Einsatz kommt. Natürlich gibt es auch zahlreiche Heilkräuter, die bei Kopfschmerzen helfen können. So können beispielsweise Melisse, Lavendel oder Waldmeister für Linderung sorgen. Übergossen wird beispielsweise 1 Teelöffel getrocknete Lavendelblüten, Melissenkraut oder Waldmeisterkraut mit 1/4 Liter kochendem Wasser. Auch eine Kombination der 3 Kräuter kann verwendet werden. Den Tee sollte man für rund 5 Minuten ziehen lassen. Auch ein Schlüsselblumentee kann wahre Wunder bei Kopfschmerzen bewirken. Auch hierfür verwendest du 1 Teelöffel und übergießt diesen mit 1/4 Liter kochendem Wasser. Dieser sollte jedoch nur eine halbe bis ganze Minute ziehen. Danach kannst du ihn einfach abseihen. Schafgarbentee sorgt ebenfalls für Linderung. Sollte man Kopfschmerzen aufgrund eines niedrigen Blutdrucks haben, hilft Rosmarintee. Auch das Einreiben von ätherischem Rosmarinöl kann helfen. Natürlich kannst du auch einige Tropfen von ätherischem Pfefferminzöl verwenden und deine Schläfen damit einreiben. Dies ist vor allem abends vor dem Schlafengehen eine sehr angenehme Methode, um Kopfschmerzen zu lindern. Verwende jedoch nicht zu viel, damit das Öl deine Haut nicht reizt und deine Augen nicht tränen. Ein altes Rezept aus Ägypten soll bei hartnäckigen Kopfschmerzen helfen. So verwendete man Vanille gegen die Schmerzen. Verwenden sollte man bei dieser Variante einen gestrichenen Teelöffel von natürlichem reinen Vanilleextrakt, das du in rund 1/4 Liter Wasser auflöst. Die Mischung soll bei sehr hartnäckigen Schmerzen sehr rasch Wirkung zeigen. Ingwer hilft nicht nur bei Halsschmerzen, sondern auch bei Kopfschmerzen. Ingwer ist ein außerordentlich gesundes Gewürz, das in keiner Küche fehlen sollte. So kannst du bei Kopfschmerzen einfach 1 Stück der Ingwerwurzel, das du zuvor geschält hast, in rund 1 Liter Wasser kochen. Das Ingwerwasser kannst du kalt oder auch heiß trinken. Wenn du ein paar Spritzer Zitronensaft hinzufügst, kannst du die Wirkung verstärken. Süßen kannst du das Getränk bei Bedarf mit etwas Honig. Was gibt es denn nun für äußerliche Anwendungen? Natürlich kannst du auch äußerlich angewandt etwas gegen Kopfschmerzen unternehmen. So helfen beispielsweise kühle Auflagen. Wenn du Kühlpads hast, die du in den Kühlschrank oder das Gefrierfach legst, kannst du dir Linderung verschaffen. Doch auch feuchte Tücher kannst du in deinen Kühlschrank legen und sie danach als Auflage benutzen. Auch ein Quarkwickel kann für eine Erleichterung sorgen.
So solltest du dafür Speisequark auf ein Baumwolltuch oder ein Leinentuch streichen und dieses dann auf deinen Nacken oder die Stirn legen. Dies sorgt ebenfalls für einen kühlenden, angenehmen Effekt. Ingwer wirkt nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Dazu wird getrockneter Ingwer verwendet. Dieser wird mit ein wenig Wasser zu einer Paste vermischt. Die Mischung wird ebenfalls auf ein Tuch gelegt und nun als Kompressor angewendet. Dennoch solltest du bei der Anwendung auf deiner Stirn vorsichtig sein. Die Augen solltest du unbedingt geschlossen halten. Ingwer kann dich sonst nämlich zum Weinen bringen. Unser kleines Fazit. Wie du siehst, gibt es zahlreiche natürliche Methoden, mit denen man Kopfschmerzen bekämpfen kann. Vor allem die Mischung aus Zitronensaft und Himalaya-Salz kann die Schmerzen schnell vertreiben. Doch auch andere Mittel aus der Natur können bei Kopfschmerzen sehr wirksam sein. Es muss daher nicht immer das Medikament der Pharmaindustrie sein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.